Ja, herzlich willkommen zurück bei Persona 5. Wir haben das letzte Mal Futaba befreit und sind jetzt ein bisschen so dabei, sie ein wenig an das äußliche Leben zu gewöhnen, sage ich mal. Und ja, wir machen mal weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben natürlich. Und da meldet sich doch Uya heute mal bei uns, die gerne ein paar Informationen haben möchte. Und ja, da wollen wir doch mal ein wenig Zeit mit ihr verbringen und ihren Social Link ein wenig vorantreiben. So. Ugh, I'm drenched. Ja, sie ist total nass, weil es regnet wie sonst was. Ihr Kopf zerteilt sich. Ja, die Arbeit macht sie zu schaffen. Das haben wir ja die letzten Male kennengelernt. Irgendwelche guten Stories. Ich nehme mal eine kleine Pause, also bin ich ganz Ohr. Ja. Dann wollen wir doch mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Wir sind bei Stufe 6. Und ja, verbringen wir mit ihr Zeit. Lala-chan, zwei Drinks bitte. Hier, setz dich. Na dann. Ach, ich bin so erschöpft. Ja, wegen meiner Quote und diesem beschissenen Chef. Aber ich habe etwas Fortschritt bei meiner persönlichen Untersuchung gemacht. Ich habe ein wenig nachgeforscht wegen der Phantomdiebe. Ach du Scheiße. Ich fange an, den Eindruck zu kriegen, dass sie tatsächlich echt sein könnten. Aha. Keine Anzeichen von internen Machtkämpfen. Kein schmutziges Geld, was die Besitzer oder die Hände wechselt. Ich kann irgendwie verstehen, dass jemand wie du ein Fan von ihnen geworden ist. Je mehr ich über sie, über die Phantomdiebe weiß, desto besser verstehe ich sie. Ich kann mich, was ihre Ehrlichkeit angeht, kann ich Bezug zu ihnen finden. Sie erinnern mich daran, wie ich einst war. Ich habe bereits aus erster Hand erfahren, wie das Böse zu bekämpfen ist in der Gesellschaft und wie es niemals endet. Aber ich mache es immer noch, nichtsdestotrotz. Ich wette, die Phantomdiebe teilen dieselbe Art von Leidenschaft. Mann, die ist echt gut. Die findet passende Worte, muss man sagen. Ja, ich hätte nie gedacht, dass ich mal dich über Leidenschaft sprechen höre, Ichiko-san. Vielleicht hat dieses ganze Gerede über die Phantomdiebe dich beeinflusst. Oder vielleicht ist es auch nur der Junge. Oder beides hängt zusammen. Vielleicht. Ich meine, er ist ein ziemlich großer Fan von ihnen, also. Ups. Ja, hier ist Oya. Das ist richtig. Oh, die Musik hört auf. Ist das was Ernstes? Was? Sie haben Kayo gefunden? Ach du Scheiße. Wo ist sie? Was meinen Sie? Sie können mir das nicht sagen. Warum zur Hölle nicht? Oh Mann. Hey, was geht hier vor? Warte. Kayo. Was war das denn? Das war einer meiner Journalistenfreunde. Er glaubt, er hat Kayo gefunden. Er hat sich ein paar sehr weit hergeholten Gerüchten mit ein paar sehr weit hergeholten Gerüchten auseinandergesetzt, aber jetzt sagt er, er möchte da nicht weiter involviert werden. Scheint was sehr Gefährliches zu sein. Ach, verdammt, warum zur Hölle sagt er mir nicht, was hier vor sich geht? Ich kann jetzt nicht einfach aufgeben.
zumindest ist das Fortschritt. Ich meine, wir wussten nicht mal, dass Kaio-chan überhaupt am Leben ist zuvor. Also. Sofort stehen bleiben. Oh. Ach. Hä? Ich wusste es. Du hast dich mit Kaios Fall hinter meinem Rücken beschäftigt. Hat er sie jetzt reingelegt oder was war das jetzt hier? Nun, jetzt nicht mehr. Ich habe deine ganzen Ressourcen abgeschnitten. Ich schlage vor, dass du diese Untersuchung sofort sein lässt, wenn du dich nicht mit den Konsequenzen auseinandersetzen willst. Moment mal. Sie waren derjenige, der meinen Kontakt unter Druck gesetzt hat, deswegen ruhig zu bleiben? Ach du Scheiße. Das war ja das echt, also. Ich meine, der ist ein Arsch, aber so ein Arsch. Ich habe dir gesagt, dies ist der Zeitpunkt, wo deine Entenjagd zu Ende geht. Oh, und ich werde deine Quote nochmals verdoppeln. Schluss mit diesen persönlichen Untersuchungen, verstanden? Was ein Penner. Was? Versuchen Sie mich zu töten? Hey, Mr. Chief, können Sie so etwas wirklich machen? Ich glaube nicht, dass irgendjemand nach deiner Meinung gefragt hat, Miststück. Boah. Hör mir zu, Oya, gib das Ganze auf. Es sei denn, du willst genau wie deine dämliche Freundin von dir da enden. Auf, so über Kaio zu reden. Stop messing around. Wagen Sie es nicht. Wenn Sie auch nur daran denken, Scheiße nochmal über Kaio zu reden, dann werde ich nicht zögern, Ihnen die Scheiße aus dem Leib zu prügeln. Wow. Ah, ich glaube. Wow, einen Moment mal. Ich glaube, jetzt könnte sie gefeuert werden. Nehmen Sie alles zurück, was Sie gerade gesagt haben, oder es wird noch schlimmer. Oder ich werde noch was Schlimmeres machen. Ne? Es ist zu spät jetzt. Die hohen Tiere haben entschieden, dass dieser Zwischenfall zu den Akten gelegt wird. Und genau das werden wir auch tun. Hast du verstanden? Dieser rückgratlose kleine Bastard, der schert sich nur um sich selbst. Ja, das ist noch nett ausgedrückt. Scheiße. Das musste gerade jetzt passieren, wo ich eine neue Spur wegen Kaio gefunden habe. Ja, was soll ich tun? Soll ich ihn ausnocken? Lass dich nicht von ihm provozieren. Erstmal ganz ruhig bleiben. Ja, ich weiß, dass ich ihn nicht in die Hände spielen darf, dass ich ihn nicht in die Hände spielen kann, wenn ich mich provozieren lasse. Nein, ich muss ruhig bleiben. Ich kann ihm keinen weiteren Grund geben, mich zu feuern. Einfach ruhig bleiben und denken. Ach Mann, das nervt. Und eine sogar noch größere Quote wird ein Problem sein, aber ich kann nicht aufgeben. Ich verspreche, ich werde nicht aufhören zu kämpfen. Ich werde dir es beweisen mit einem weiteren großartigen Artikel.
exklusiv. Die Phantomdiebe stehlen die Herzen oder die Sinne und verändern Leben. Ach, tut mir leid. Ich werde wirklich versuchen, mich zu beruhigen. So, wir können Ojas leidenschaftliche Hingabe. So, und kriegen auch eine neue Fähigkeit. Ah, ich bin aber immer noch frustriert. All dieser ganze Bullshit, den er sagt, geht mir wirklich an die Nieren. Ich wünschte, ich wäre besser da drin, meine Emotionen zu kontrollieren, so wie du. Oh, Mann. Gesteh uns nicht zu viel zu. Du bist charmant, so wie du bist. Sagen wir hier mal. So. Niemand hat so etwas Süßes zu mir zuvor gesagt. Oh Mann, hoffentlich kriegt sie nicht nur falsche Hoffnung oder so. Aber viel wichtiger, Ichiko-san, wie wirst du damit fertig werden, dass deine Quote erneut verdoppelt wurde? Das ist eine gute Frage. Ich werde einfach doppelt so hart arbeiten. Das sollte gut gehen, solange ich gute Informationen von meiner liebsten Quelle hier kriege. Na, dann hoffen wir mal, dass wir hier soweit weiterhelfen können. Give me some news. Oh, das erinnert mich daran. Lass mich mal alles über die heutigen Schlagzeilen hören. Na gut, okay, das bleibt spannend. Ich habe über die Phantomdiebe gesprochen in der Art, dass sie irgendwie Ojas Interesse geweckt hat. Und unser Charme erhöht sich. Oh yeah, mit voller Punktzahl. Sehr schön. Alright. Machen da gut Fortschritt. Ich sollte nun gehen. Wir sehen uns dann nächstes Mal, wenn du Infos für mich hast. Immer wieder gern doch. Na gut, so. Dann wollen wir mal schauen, was der nächste Tag mit uns bringt. Wir haben ja, glaube ich, wieder eine Verabredung mit Futaba, genau. Melvin. So, also, was sollen wir heute machen? Sehen wir mal. Sollen wir zusammen essen? Du weißt schon, so wie wir das bei dem Hotpot da gemacht haben. Das ist doch eigentlich eine ganz gute Idee. Oder? Ja, das könnte vielleicht eine gute Idee sein. Es ist eine großartige Art, unsere Freundschaften zu stärken. Unsere Freundschaft innerhalb unseres Trupps. Ich kann das nicht. Ach, komm schon. Okay, ich nehme eine Cola und ein Omelette mit Reis. Oh, und bitte extra groß. Sonst noch Wünsche? Ich nehme das Gleiche. Habt ihr Geld? Nein, aber das ist zu Futabas Wohl. Na dann, bezahlt sich es ja von selbst, ne? Ach, also schön, aber du schuldest mir was, okay? Was ein Bettler. Ich möchte das Gleiche, extra groß. Ohne zu bezahlen, da bist du aber falsch. Oh Mann. Ah, ich habe wirklich eine Menge gegessen. In der Tat. Verdammt, Futaba, ich bin beeindruckt. In der Tat, dein Appetit ist wirklich schön zu sehen. Ich bevorzuge es bei Frauen, wenn sie mehr essen.
Na dann. Wissen wir Bescheid. Hm? Du versuchst hier besser nicht, mich anzumachen. Oh Mann. What? Wie unhöflich. Tojiro, hilf mir! Hörst du wohl damit auf? Hm. Also bedeutet das, dass ihr Training gut verläuft? Sieht eigentlich danach aus. Ne? Ich denke schon. Dann belassen wir es doch dabei. Jeez. Hey, lasst mich euch noch einen Kaffee für danach machen. Das geht aufs Haus, ja. So wie alles irgendwie bei ihm aufs Haus geht. Vielen Dank. Ich möchte Eiskakao? Okay, Kakao mit Eis. Ich kann du kannst dieses bittere Zeug nicht ausstehen, richtig? Kakao mit Eis, klingt das gut? Aha, okay. Selber nie probiert, aber naja. Ja, definitiv. Und extra kalt, bitte. Immer diese extra Wünsche. Ich glaube nicht, dass wir jemals hier ein Mittagessen hatten, was so aufregend war. Oh Mann, da sind aber die Maßstäbe wirklich sehr tief. Mhm, eine Menge Spaß. Naja, wenigstens freut sie sich. Für sie machen wir das ja alles. So, und eine weitere Aufgabe ist vollbracht. So, was haben wir hier? Hey, was glaubst du, sollten wir machen wegen dem Trip zum Strand? Ihn besser vorbereiten, würde ich erstmal sagen, oder? Sieht es so aus, als ob sie da bald hin könnte? Nun, sie hat angefangen, ein wenig mehr zu reden. Sie hat großartige Fortschritte erzielt im Vergleich zu dem, wie sie am Anfang war. Das muss man ihr auf jeden Fall lassen. Sie passt sich gut an. Irgendwelche Gedanken dazu, Futaba? Wirst du in der Lage sein, das morgen vielleicht schon durchzuziehen? Morgen? Das ist zu plötzlich. Ich möchte mich selbst darauf vorbereiten. Power dich durch. Wann würde es für dich passen? Es sollte funktionieren, wenn es übermorgen ist. Oh, ist auch ganz schön schnell. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Glaube ich. Nun dann, gehen wir übermorgen. Lass uns einfach wissen, wenn du das nicht schaffst, Futaba, okay? Es ist in Ordnung. Ich kann das schaffen. Ich schaff das. Sieht so aus, als wüssten wir dann nun, wann wir das Ganze beenden werden. Der Strand ist endlich in Reichweite. Ja, cool. Dann bin ich gespannt auf den übermorgigen Tag. Ob wir das wirklich hinkriegen. Okay. Nun, wir haben es so weit gebracht. Schauen wir mal, wie es morgen läuft. Okay, sieht gut aus. Oh, und wir können zu unserem Lieblingsladenbesitzer gehen. Haben wir die passende Persona? Jo.
dann gehen wir doch mal vorbei. Sind wir bei ihm noch relativ am Anfang. It's pouring out. Es hat angefangen zu plötzlich überall zu schütten. Ein Regenschirm wird dich nicht mehr trocken halten. Vielleicht sollte ich ein paar mehr Regenponchos hier lagern. Du bist hier, weil du meine Nachricht gesehen hast, richtig? Jo, ich möchte arbeiten. Alles klar. Ich erzähle dir mal mehr über den Laden.